Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die US-Inflation geht zurück, aber der Arbeitsmarkt ist weiterhin stark. Ob sich der S&P 500 weiter erholen kann, das wird vermutlich von der Berichtssaison für das vierte Quartal 2022 abhängen und die interessantesten Märkte, die schauen wir uns jetzt gleich mal an. In weiß gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlungen ausspreche. Gehen wir rüber in die X-Station und fangen mit dem marktbreiten SP500 an. Die Erholung ist am ähm, 61,8% Retracement. Des vorherigen Abwärtsimpulses ins Stocken geraten. Es gab bereit, bereits seit November 2022 einige Versuche, diesen Bereich zu durchbrechen. Und der Abwärtstrend ist langfristig noch intakt. Gehen wir mal rüber zur Berichtssaison. Die geht natürlich in dieser Woche weiter. Es werden unter anderem die Zahlen von Tesla, Microsoft und Intel veröffentlicht. Und hier wollen wir natürlich auch mal auf die. Kursentwicklung schauen. Wir fangen mit Tesla an. Die Aktie befindet sich in einem klaren Abwärtstrend. Es werden immer wieder tiefere Tiefs und tiefere Hochs erreicht und mittlerweile hat die Aktie den tiefsten Stand seit August 2020 erreicht. Wir gehen rüber zu Microsoft. Die Käufer können zwar weitere Kursverluste verhindern, aber eine mögliche Bodenbildung muss natürlich auch erstmal bestätigt werden. Intel bewegt sich seit einigen Monaten in einer Seitwärtsphase. Also es gibt weder weitere Kursverluste noch einen stärkeren Anstieg. Aber ein Bruch nach oben über den Widerstand bei 31,43 Dollar könnte zumindest das kurzfristige Chartbild auffällen. Und dann könnten vielleicht auch wieder weitere Käufer reinkommen. Mehr Hintergrundinformationen zu diesen Entwicklungen gibt es in meinem heutigen Video. Die, den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.